einen Kameraden ehren möchten, der es eigentlich nicht mehr verdient hat, als halt von Partnerclans und eigenen Einheit dementsprechend geehrt wird. Dazu versuchen wir heute bei diesem, ja, ich sag mal, der kurzen Übung bzw. kurzer Durchlauf mal dafür, so eine Art Generalprobe, unsere Formaldienste auf eine Ebene zu bringen. Dazu muss ich jetzt fragen, Horus? Ja? Euer Formaldienst selbst gemacht oder bezieht ihr den von der Bundeswehr? Selbst gemacht. Ich darf einwenden, teilweise Bundeswehr, also Linksschwenk, Rechtsschwenk, vorne halt ohne dritten Marsch, alles im Begriff. Alles im Begriff, alles klar, perfekt. Geht bei euch das stillgestanden? Habt ihr Animation für oder? Nee. Oder macht ihr es gar nicht? Wir haben nur das Salutieren. Ja, richtig. Also wir persönlich nehmen das Salutieren fürs Stillgestanden, weil halt diese Animation dem Stillgestanden doch schon so ein bisschen am nächsten kommt. Ja. Okay. Ja. So, dafür brauche ich jetzt erstmal ganz kurz. Falsche Mega, mit wie vielen Leuten da? Gute Frage. Ich habe nicht mitgezählt. Okay, alle Fallis. Mal alle salutieren, alle Fallis. Genau. Autsch. Panzergrenny? 5 Mann. Vorbildlich. Der Rest Panzer, leck mich am Arsch. 7 Panzer. Unsere Einteilung ist irgendwas schiefgelaufen. Okay, alles klar. Also, ich hatte mir das so vorgestellt, ihr müsst euch jetzt denken, wir stehen jetzt im Schloss in Celle. Ihr würdet jetzt mehr oder weniger beide Ausgänge zum Schloss hinter euch sehen und dementsprechend diese große kahle Wand, wo dann später ein paar Fahnen und ein schönes Schild hängt, wäre dann der Platz des Befehlshabers der Ehrenportion. Ich hatte es mir ungefähr so vorgestellt, dass die 101. und die VDLO jeweils getrennt reinkommen, also pro Clan geteilt. Und beim FEC, dass diese dann in Teileinheiten einmarschieren. Das heißt, Grennys, Panzer, Fallis. Gut, Flo, ich würde einfach mal sagen, du hängst dich bei den Fallis mit dran. Jo. Abgesehen davon, dass deine Leute das dann halt einfach selbst nicht mitgekriegt haben, kannst du dann ungefähr sagen, wie ungefähr das abläuft, damit die halt dann mal so bildlich sich das alles mal ein bisschen vorstellen können. Ja, das Problem ist, ich bin Samstag dann auch nicht da. Schlecht. Ach scheiße, ja, du bist ja arbeiten, genau. Ja, dann, was ist mit Mopsi? Der wollte doch heute kommen. Mopsi ist auch nicht da. Ist keiner da von uns heute. Nicht schlecht. Okay. Gut. Ja, komm mal, ja, Flo, dann hängst du nicht einfach an die VD, Quatsch. An die, falsche Mega mit dran und, sei so nett und post euch irgendwas im Forum, dass du da mal eine kurze Schilderung machst, schriftlich. Hoffen wir einfach mal, dass das die ganzen Leute lesen. Okay, dazu, zum Übungsbeginn, stehe ich jetzt alle an den Straßenrand, sich nochmal aufzustellen in Teileinheiten der FEC und dann halt natürlich der Rest grennt, also beziehungsweise 101. Und dann würde ich sagen, probieren wir schon mal den ersten Teil. Meine Herren, wir dürfen los. Durchgänge, mehr brauchen wir für heute nicht, geht das wird dann lang, denke ich. Jo. Probieren wir erstmal, dass die Einheit, in der der jeweilige ist, als erstes kommt, danach die nicht Gäste, die... dann der restliche Teileinheiten. Dann halt einmal mal die andere Version. Zu folgendes. Die Aufstellung vom FEC müsst ihr ein bisschen vergessen, weil das klappt nicht ganz. Das heißt, Grennys, Luftwaffe und Fallis müssen in einer Sektion so, stehen, aber mal auf von mir. So voneinander getrennt, dass man sieht, okay, das sind jetzt die Einheiten. Und der erste hier von mir aufstellen. Grenny, Falli, Panzer, bla bla bla. Ihr kennt alle noch die Aufstellung vom FEC? Eine Reihe. Ja. Vorgesetzten rechts, links davon, Rang abfallend. Das kann man jetzt gerade so nicht wirklich machen. Die jeweiligen Soldaten. Hier gehst du dann genau links vom zweiten Mann. Bitte? Warte mal auf Schlüssel. Okay, Hier die zwei. Mal ein bisschen nach links. Ein Foto machen. Ihr läuft neben denen. Rechts daneben. Nee, mach mir links daneben. Ja. Okay, Probus, kannst du mal ganz kurz? Und hier bitte auch. Ja, mitkommen, genau. Also ich habe mir gedacht, hier, wo ich jetzt stehe, jetzt geht die 101. an. Ihr habt es eigentlich soweit am Anfang, nicht nur reinlaufen, links oben fertig.
Ja. Der FEC tretet hier an der Langschiene an. Nach vorne. Und dann halt später für die VDLO, da haben wir gleich, die treten dann ganz rechts von mir aus dann später gesehen. Dreht sich da die ganze Zeit. Gut, wir stellen uns halt gleich hier auf und gut ist. Achtung auf Signal! Und los oder was? Und los! Gemacht! Gruppe, Marsch! Links, Schweck! Die Augen, links! Stillgestanden ist dann salutieren. Genau. Das ist auch weiter nach vorn, Mann. Ich passe nicht rein. Ja, wenn sie weiter salutieren, bitte nach hinten. Ja. Komm mal ein bisschen vor. Um, hast du vergessen. So. Den hässlichen D-Sync drin gehabt, verdammt. Okay. Andere Frage, kann mich jeder hören? Nein. Es geht. Gut, alles klar. Der Platz ist jetzt von der Größenordnung ein bisschen größer als der von Zelle. Von daher wird es wahrscheinlich mit dem Hören am Endeffekt auch funktionieren. Gut. Ja, ich glaube, wir können rühren. Folgendes noch. Rühren. Und zwar, bei Antreten der Ehrenformation melden die einzelnen Kommandeure der jeweiligen Einheit das Antreten ihrer Einheit. Schon mal gemacht? Was? Airborne schon mal gemacht? Grußmeldung, Gruß? Ja. Beispielsweise hier, Herr Obergefreiter Tralala, melde Airborne-Division wie befohlen angetreten, bla bla bla. Ja, richtig, macht bei uns der Högi. Das macht der Högi. Högi, ja. Du warst beim Bund. Das war ja da. Nee, ich war eine Woche da, hab mir den Verein mal angeguckt. Du warst eine Woche da? Okay, alles klar. Unehrenhaft entlassen. Nee, das nicht. Also im Grunde genommen geht die Meldung ungefähr so. Ich nehme jetzt mal Torres als Beispiel. Ich würde mich jetzt bei Torres melden, dann heißt es Major Torres, Oberstleutnant Simon, melde Teile des First Euro Corps wie befohlen angetreten. Er erwidert das mit einem Gruß, beide lassen ab und dann wird wieder zurückgetreten, wenn Torogus jetzt zu mir sagen würde, okay, zurück ins Glied. So würde die Meldung ungefähr laufen. Ich kann sie dir auch gerne nochmal schicken. Gut, alles klar. Die mache ich bei wem? Bei dir? Bei mir dann. Okay. Oberstleutnant war der Rang, ja? Oberstleutnant bin ich, ja. Oberstleutnant, okay. Okay, dann hier auch nochmal. Okay, hier hat es soweit gestimmt. So, und auf Signal. Högi, Kopf wieder gerade, dann wenn passiert, oder gibst du das Kommando? Ja, wenn passiert, Kopf wieder gerade. Okay. Wir haben eben kurz einen Weg jetzt. Wenn der Weg, das in Wirklichkeit dann länger ist, dann... Ach, scheiße. Achtung, auf Signal, Textchat! Gruppe, Marsch! Links, Schweck! Die Augen, links! Oh, Alter! Ich halte erst an, wenn du Stopp sagst. Ja. Vorne, halt! Hab ich jetzt einen D-Sync? Aufrücken. Nee, hab ich nicht. Gerade hinstellen. Nicht zickzack. Wir wissen das schon von mir. Ihr lauft nur an den zu Mörderklumpen vorbei.
Der zweite Mann steht zu weit rechts. User joined your channel. Links. Oh! Sorry, hatte gerade Performance-Probleme. Geht gerade nicht von mir. Stillgestanden? Ja. Jetzt hat es einen aus der Reihe geploppt. Guck, dass er die Reihe wieder hinkriegt. Ich krieg euch noch alle mal die Pfähle. Autsch, 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 autsch. Nee, das war mehr als überhaupt nicht. Geht mal weiter vor an die Linie. Stellt euch nochmal richtig auf. Weiter nach vorne ein Stück. Jetzt wieder zurück. Dann aufschließen nach rechts zu mir. Aneinander aufschließen. Bis es mir geht und der Rest auch. So, dann geh mal vor, Hügi. Still gestanden. Ach du Scheiße. Herr Oberstleutnant Simon, First Sergeant Wildnisson, melde Teile der 101. wie befohlen angetreten. Jawohl, dann zurück ins Lied. Jawohl. Hier, der hier, einen Schritt zurück. Jawohl, dann zurück ins Lied. Ach, hier, ich weiß nicht, wer das ist. Pick, ein Stück vor. Nee, Quatsch. Sorry, Goldmann. Genau. Und weiterhin stillgestanden. Jawohl, zurück ins Glied dann. Jawohl, bedanke mich, zurück ins Glied. Super! Okay. FPC mal ein bisschen nach links aufrücken, ich hab keinen Bock zu schreien. Mein links, euer rechts. Vorgesetzte sind immer Egoisten. Alles ein bisschen nach rechts. Okay, für die ein bisschen Panzer. Nach rechts. Wer von euch hat morgen Zeit? Panzerbataillon.